Mittlerweile ist auch die schwedische Luftwaffe im Einsatz. Brandbekämpfung von oben, denn gerade abgelegenen Gebieten fehlt es an Zufahrtswegen. Ein Problem auch bei der Rettung von Menschen aus der Gefahrenzone. Viele Dörfer sind nur schwer erreichbar. Dennoch, mehr als 300 Personen haben ihre Häuser bereits verlassen. Unser Hauptziel ist es, betroffene Siedlungen zu evakuieren. Gerade haben wir 15 Personen in Sicherheit gebracht. Danach löschen wir die Brände und sichern die Straßen. Es war schlimm. Um uns herum wütete ein großes Feuer. Dann haben wir unser Ferienhaus geräumt und sind schnell weggefahren. Das könnte auch deutschen Urlaubern passieren. Nicht grundlos warnt das Auswärtige Amt Reisende vor der Gefahr. Die Verbraucherzentrale rät in solchen Fällen, den Urlaub zu verschieben. Das ist kostenfrei möglich. Wenn ich noch zu Hause bin und ich erfahre jetzt, dass in meiner Urlaubsregion Waldbrände wüten und auch Einheimische dort evakuiert werden, wie auch Urlauber, dann brauche ich die Reise natürlich gar nicht erst antreten. Und ich kann die Reise stornieren, bekomme dann aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden, weil der Veranstalter das nicht zu vertreten hat, bekomme den Reisepreis zurück und kann mir dann möglicherweise auch selbst eine andere Reise buchen. Der Grund für die Waldbrände in Schweden: extreme Trockenheit und Hitze. Die Temperaturen übersteigen gewöhnliche Juli-Messwerte um bis zu 10 Grad. Nur ein Funken reicht derzeit, dass Wälder in Flammen stehen. Derzeit 61, von Südschweden bis zum Polarkreis. Soweit das Lagebild der Einsatzkräfte. Die Situation ist etwas besser als gestern. Wir haben die Brände in vielen Gebieten eingedämmt und das Wetter hilft uns dabei. Kurzum, wir sind zuversichtlich, dass wir die meisten Brände bald unter Kontrolle bekommen. Die drei größten Brandgebiete in Mittelschweden lässt man hingegen kontrolliert abbrennen. Es fehlt an Personal und vor allem technischem Gerät, um die Feuer zu löschen. Darüber ist in Schweden gerade eine Debatte entbrannt. Das Land besitzt trotz großer Waldgebiete keine eigenen Löschflugzeuge und Hubschrauber. Nun unterstützen Italien, Frankreich und Norwegen die Löscharbeiten aus der Luft. Heute wurden auch 5 deutsche Löschhelikopter angefordert. Aus Hamburg, Cottbus und München. Der erste soll schon morgen Schweden erreichen. Die Gesamtflugzeit bis zum Einsatzort wird ca. 10 Stunden betragen. Das heißt, wir erwarten, dass wir spätestens morgen Vormittag im Einsatzort sind und einsatzfähig. Wir haben die Maschine mit allem Equipment, das wir brauchen, bestückt. Wir haben einen Außenlassbehälter für 1000 Liter Löschwasser an Bord und können dann sofort loslegen. Gut für die Piloten, vor Ort gibt es genügend Seen, um den Hubschraubertank immer wieder mit neuem Löschwasser zu füllen.